Hallo zusammen, willkommen zurück bei The Hunter Call of the Wild. Heute geht es wieder auf Wiesent und Rothirschjagd. Und wir befinden uns heute im südlichen Teil der Karte, hier unten kurz über Tichenau. Jetzt höre ich eben was anlaufen, jetzt müssen wir ganz kurz schauen. Irgendwas unterbricht mich hier. Oh, schöner Rotfuchs. Okay. Gut. Um den soll es jetzt aber momentan nicht gehen. Wenn wir den natürlich nachher sehen, holen wir uns den noch. Ich bin jetzt hier unten am See unterwegs. Wir haben es jetzt, schauen wir ganz kurz auf die Karte, 6.31 Uhr. Ich hatte mir jetzt hier ein Zelt hergestellt, habe die Uhr auf 6 Uhr morgens gedreht. Da habe ich jetzt hier schon ein paar Gebiete aufgedeckt gehabt. Von zum Beispiel, hier hat man jetzt ein Wildschwein von 11 bis 15.30 Uhr, wir hatten jetzt Rothirsch 5 bis 9 und wir hatten das Wiesent von 7.30 bis 11 Uhr. Die Zeiten variieren wirklich sehr stark. Hier muss man etwas schauen, dass man die Tiere ja zu den passenden Uhrzeiten antrifft. Das Finden ist jetzt nicht ganz so leicht, da die Tiere jetzt nicht direkt am Wasser stehen, sondern immer ein Stückchen in den Wald hineingesetzt sind. So wie hier jetzt hatte ich die Wiesents gerade entdeckt. Hier haben wir sie. Und können wir eben mal schauen, was wir für Tiere haben. Ich habe es noch gar nicht mehr angeschaut. Wiesent können wir eben auf die Liste gucken. Geht bis maximal Level 5. Maximal 920 Kilo. So, da hat man doch schon einen Dreier. Wir haben hier einen Zweier. Einen Einser. Versuchen natürlich erstmal die besten Tiere ausfindig zu machen. Ich denke mal fast der Dreier, das ist schon das größte Tier hier in der Gruppe. Ja, da hat man auch mitbekommen, die Wiesente, ich hoffe mal, das ist die Mehrzahl vom Wiesent, sind jetzt eher träge Tiere, sind auch ab und zu mal auf Krawall gebürstet. Da würde ich sagen, da legen wir mal direkt an. Wir haben jetzt die 7mm Waffe. Die hat genügend Durchschlagskraft, ist eine Einschusswaffe. Das heißt, wir werden jetzt anvisieren, drauf feuern, sofort wieder abvisieren, dass wir nachladen. Und dann schauen wir mal, ob die Tiere die Flucht ergreifen oder ob sie uns eventuell sogar noch angreifen. Ja, das soll ja sein, der erste Abschuss. Und 150 Meter, das ist auch okay so. Ungefähr. Halt, was kommt da noch? Was kommt da ins Bild gelaufen? In 6er Rothirsch. Das ist jetzt nicht sein Ernst. Jetzt haben wir die Wahl. Mittelklasse Rothirsch, Mittelklasse Wiesent. Ich glaube, das Wiesent hat jetzt erstmal Vorrang. So, nachladen. Ja, wie vermutet, kommt der jetzt auf uns zu. Guck mal, der ist jetzt 50, 25 Leben. 25, 50 Leben. 0, 25, da brauchen wir keinen Schuss mehr. Entweder stirbt er direkt vor uns oder wir gehen einfach zur Seite. Perfekt. So ist es natürlich perfekt. So, unser erstes Tier für heute. Getroffen Lungenflügel links. Heute auch mal etwas tiefer gezielt. Habt ihr mich auch ermahnt, dass ich generell etwas zu hoch schieße. Ich versuche mir das anzunehmen und jetzt etwas tiefer halt immer zu halten. Wir haben jetzt ein Silber, 165 Punkte Wertung. Ja, nichts Besonderes. Fellart normal. Es bleibt zu überlegen, ob wir kurz warten, ob die Tiere zügig wiederkommen. Oder ob wir weiterziehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal hier das Bedürfnisgebiet aufgemacht. Der Rothirsch hatte sich jetzt hier noch eingefunden. Ja, wie sind Wildschweine aber jetzt hier in der Gegend? Ja, wir gehen einfach mal ein Stückchen lang hin.
vielleicht auch mal ein Ticken höher. Also mein Plan ist es momentan, die Hotspots von den Rothirschen zu finden, die euch natürlich vorzustellen, denn ich habe gemerkt, hier in Hirschfelden ist das nicht ganz so leicht, die Tiere zu finden. Das ist etwas anders wie auf den Karten. Man kann jetzt hier nicht einfach so an die Seen reisen, sich mal ans Wasser stellen und spottet sofort die Tiere. Ist ja leider nicht so. Die Tiere befinden sich mehr auf Wiesenflächen, mehr im Wald drin. Und da muss man halt viel erkunden. So, einmal Rothirsch, einmal Wildschwein. Hier haben wir eine Rehspur. Reh würde ich erstmal komplett ignorieren. Der Rotfuchs. Da haben wir doch schon das nächste Wiesent. Ich bleibe aber dennoch mal an dem Rothirschstrand. Der kam mir dann doch vor zu einfach ins Bild mitgelaufen. Beziehungsweise hatte sich dann direkt. Ah, da oben haben wir sie gesehen. Das Wisent. Da kam mir dann wirklich zu leicht mit ins Bild gelaufen. Ich glaube, die haben fast dieselben Bedürfnisgebiete. Also das heißt, da wo wir Wisent finden, müssten auch die Rothirsche unterwegs sein. Rumpfschrei Rothirsch. Das ist doch genau das, was wir suchen. Kleines Reh. Das ist ein weibliches, würde ich komplett ignorieren. Wenn wir jetzt gar nichts weiter finden, dann nehmen wir so ein Reh mit. Aber nicht hier, wenn wir uns schon an Rothirsche, Wisent, Randhirsche. Zweier Wisent und ein weiblicher Rothirsch. Da haben wir noch einen Dreier. Es wird, es wird. Wir müssen jetzt nur etwas zügig hinterherlaufen. Wen haben wir denn da? Unseren Sechser. Rothirsch, aufmerksam. Da legen wir jetzt mal schnell an. Schaffen wir das durchs Gras? Scheint geklappt zu haben. Ja, davon liegt er. Super, haben wir den jetzt auch noch erwischt? Auch ein Silberabschuss. Sechster Silber. Lungenflügel.
Doppeltreffer. Entfernung 34 Meter. Jetzt gehen wir natürlich mal runter, schauen uns hier das Tränkegebiet an, wie viele Tiere hier unterwegs sind. Anruf Rothirsch. Wir sind 11 Stück von 3:30 bis 7:30. Direkt am Wasser ist jetzt nichts zu sehen. Da hinten bewegt sich etwas. Kommt in unsere Richtung. Meine Fresse. Da erschreckt man sich jedes Mal. Warnruf. Warnruf. Duftneutralisierer habe ich drauf. Okay, was ist jetzt mit dem Rothirsch? Dort bewegt sich doch was. Das ist jetzt die Frage. Da unten bewegt sich noch was. Oh, der kommt auf uns zu. Das könnten die jetzt sein, dass sie zurückgehen aufmerksam zum Fressgebiet. Würde ich jetzt spontan einfach mit erledigen. Oder haben wir noch was anderes? Na? Ja, doch, doch. Den haben wir gut getroffen. Alles in Ordnung. Ja, ich bin jetzt der Meinung, die Hirschfeldenkarte ist eigentlich ein Highlight für die Wiesents und Rothirsche. Wildschweine, ja. Ist jetzt auch nicht überall vertreten. Kann man ja auch sehr gut jagen. Rehe ist wirklich so ein Anfängerlevel. Lassen sich leicht jagen, aber ich sag mal, macht jetzt nicht wirklich Spaß für mich. Dammwild, ja, ist auch so
Naja, geht so. Aber Wiesent, Rothirsch, Wildschwein, Rotfuchs auch noch sehr scheue Tiere, die ich dann auch mal sehr gerne mit jage. Super Schuss, Moment. Was hat man hier? Warnruf Rothirsch. Wir versuchen das jetzt einfach noch mal hier in der Gegend. Dann haben wir doch heute einen schönen Rundgang hier unten um den See vollzogen. Hier müssen wir langsam aufpassen, dass wir die Bedürfnisgebiete nicht zerstören. Okay, irgendwas kommt hier auf uns zugelaufen. Ach, Wildschwein. Wildschwein. Ich glaube, ich habe die falsche Waffe. Für das Wildschwein. Nee, hätte gepasst. Hat Munitionsklasse 4. Oh, hier ist mächtig viel los. Ich höre jetzt vor mir Getrampel und ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt so genau hört. Hier drüben haben wir jetzt auch ja, kräftiges Gestampfe. Könnte ein Wiesent sein. Ja, war ein Wiesent. Versuchen Sie einfach nochmal und anlocken. Okay, also die 7 mm ist geeignet für Dammhirsch, Wildschwein, Rothirsch, Wiesent. Rotfuchs, Reh ist dann eher was für die 223er. Ja, wir sind hier komplett jetzt ohne Deckung, obwohl wir richtig gut im Gebüsch sitzen. Den nochmal hinten. Das war mehr ein Schreckschuss. Immer noch da. Aggressiv. Ich glaube, den haben wir eh versaut. Versuch mal am Kopf vorbei. Nee, da habe ich mich wirklich so erschrocken beim ersten Schuss. Sozusagen vor Schreck abgedrückt und den dann hinten noch in die Hinterkeule in Schuss verpasst. Guck mal, genau. Ach, nicht mal die Hinterkeule getroffen. Den Hinterlauf, Unterschenkelknochen, rechts haben wir getroffen. Zweiter Schuss. Den haben wir gut platziert, aber hier alles okay.
Denk mal, unten haben wir jetzt genug aufgeräumt. Doch, ich gehe noch mal hier weiter. Wir hatten ja noch den Rothirsch auf dem Radar und noch die Wildschweine. Wer war das? Schon ein Warnruf von einem Rothirsch. Sehr schön. Die sind noch da. Das Wisent. Das schlau war. Ich wollte eigentlich versuchen, auf den Felsen zu springen, aber ist mir missglückt. Da oben haben wir ihn. Also ich gucke da momentan auch gar nicht auf die Klasse, einfach nur feuerfrei heute. Einen richtig starken Rückenwind. Ich sehe es aber auch nicht. Dort haben wir. Nicht töten. Nein. Dann stirbt wenigstens. Ja. Dann trampelt er noch mal so richtig auf mir drauf rum. Ich hoffe mal, euch hat's gefallen und wir sehen uns in den nächsten Folgen wieder. Macht's gut!